So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Sie war schon mal bei uns zu Gast. Sie ist, glaube ich, Miss Brasilien. Sie ist Miss Jörg Pilawa-Assistentin und war auch mal Miss Reinhold Beckmann-Assistentin und hat auch eine aktuelle Platte gemacht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich die zauberhafte Jana Ina. Ein leckeres mitgebracht. So. Ja. Ich muss sitzen, weil ich ganz gefährlich mitgucke. Ja. Du weißt, dass als ich hier zum ersten Mal war, habe ich gesagt, dass ich ganz, ganz gerne einen Kuchen backe, ne? Kuchen backe, ja. Ja, und bis heute sagt man mir, ah, Kuchen backe, ne? So, deswegen. Weil du so lustig Kuchen backen gesagt. Ja, ne, so was. Kuchen backen. Kuchen backen. Ja, nicht so, Kuchen backen. Inzwischen habe ich gelernt, wie man das sagt und auch wie man das backt. Ja, okay. So, gestern habe ich einen Kuchen gebacken und ich habe gesagt, warum nicht? Was hast du gemacht? Einen Kuchen gebacken? Ich habe einen Kuchen gebacken. Ja. So, und dann, ich habe überlegt, warum nicht? Ich konnte das Steffen bringen. Ja. So, ich habe dir gebracht. Dankeschön. Geschenk für dich. Und guck mal, wenn ich richtig zur Feier des Tages, Sandkuchen, ja? Oder was ist es, ja? Sehr lecker. Warte. Vielen Dank. Ich wusste wirklich nicht, was für einen Kuchen sollten wir backen. Und ich habe überlegt, so, Schokoladekuchen, Bananen, Karotten. Okay, ich gucke meinen Kühlschrank, was sehe ich denn an Karotten? Warum nicht? Tu mal lieber die Möhrchen. Ja. Tu mal lieber die Möhrchen. Und dann, ja, ah, das ist ganz gut. Ach so. Ja, und du musst probieren. Deswegen habe ich auch meine Supertasche hier. Heißt das nicht Google-Hupf, diese Form? Oder ist Google-Hupf da die Zusammensetzung? Heißt diese Form Google-Hupf? Ich weiß nicht. Weißt du das? Ich weiß nur, dass du das probieren musst. Was denn? Der Google-Hupf. Was ist Google-Hupf? Google-Hupf ist so ein Kuchen. Was heißt Google-Hupf auf Brasilianisch? Ich weiß auf nicht. Auf Portugiesisch. Auf Portugiesisch Kuchen heißt Bolo. Aber nee? weiß ich nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was das heißt. Okay, verstehe. Ja. So, hier fällt nur ein Stückchen, weil Elton das schon gegessen hat. Ach so, das wird sich selbstverständlich. Hat er sich da hinten wieder... Deswegen ist er schnell abgehauen. Ja. So, ich schneide schon mal an, oder? Ja, musst du probieren, ja, oder? Natürlich, selbstverständlich. So, ich kann das ganz gut machen. Ist das weich, ja? Ja, ich, also so ungefähr, ja. Wahrscheinlich ist ein bisschen weich noch so. Ich probiere mal gerade. Aber ist lecker. So, während du probierst... Was lachen Sie? Haben Sie eben den Popcorn-Typen gesehen? Was gibt's denn da ist hier zu lachen? Ist das gut? Lecker? Oh, lecker Kuchen. Sag mal, ist lecker. Ich habe nur für dich gebacken. Ja, Kuchen backen, ganzes. Danke. Du hast eine neue Platte gemacht? Ja, genau. Warum? Während du... Weil ich kann Kuchen backen, aber ich kann auch singen. Mhm. So, seit Montag ist mein neues Single. Ab Montag oder seit Montag? Nee, seit Montag. Weißt du denn den Unterschied zwischen ab Montag und seit Montag? Ich weiß. Seit Montag ist seit vorgestern und ab Montag ist ab Montag. Haha. So. Seit Montag ist mein neues Single im Handel. Ja, das heißt Make My Day. Make My Day? Ja, ist wirklich ganz gut. Das ist ein Pop-Music, super zum Tanzen, zu hören, zu kaufen. Ja? Ja. Hast du in Brasilien auch schon gesungen? Ja, ich habe 12 Jahre lang im Chor gesungen. Wirklich in der Kirche, ganz schön. So richtig schön lange, so Western, wirklich gesungen. So Halleluja. Ja. Echt? Mause, Jule. Steffen Hoff. Jana Ina, Make My Day. Genau. Mein Produzent ist der Leslie Mandoki. Ah, der Produzent ist Leslie Mandoki. Hab ich dir schon erzählt? Ja. Leslie Mandoki, kennen Sie vielleicht noch? Genau. Genghis Khan, ja? Genghis Khan von früher, kennt keiner mehr? Genghis Khan? Hey Reiter, ho Reiter. Ja, habt ihr auch gemacht? Ja. Hey ho, hey mal Reiter. Du Schwein, du! Der Kuchen ist aber sehr lecker. Magst du? Oh, ich freue mich. Ja. Ja, ganz ehrlich. So, und dann ja, das ist mein neues Single und ja, ich mache mit Leslie Mandoki. Morgen bin ich schon wieder im Studio, ich fliege ganz früh nach München. Du singst aber wirklich selber, du bist nicht einer von denen, die nein, einfach... Nein, 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 ich singe selber, ja. Ich singe selber. Mhm.
Wirklich selbst. Und der Leslie Manduki schreibt die Lieder? Der schreibt, der produziert, ja, der macht alles. Er verdient am meisten das Geld. Aber ich singe, ich freue mich. Ja, macht nichts. Lass den mal die Kohle. Der hat es nötig. Der braucht es. Nee, das ist wirklich schön. Und morgen bin ich auch schon wieder im Studio. Wir nehmen das neue Lied auf. Schon wieder ein neues Lied? Ja, für Sommer. Wir müssen schon jetzt direkt nach. Ach so, wie heißt das Lied für Sommer? Darf ich noch nicht sagen. Also, du darfst noch nicht sagen? Nein, das ist ein altes Lied und wir covern das. Das ist ganz schön. Ah, okay, da bin ich aber gespannt. Dann kennt man das ja schon. Wenn es mir jetzt sagt. Wenn es mir jetzt sagst, dann könnte ich ja vorher rausbringen. Ja. Du hast am Samstag, wann geht das am Samstag? Wann ist neue hier mit wie heißt der Kollege da, der Typ? Der so ein bisschen aus wie Kai Pflaume ist, aber nicht ist. Jörg Pilawa. Jörg Pilawa, ja genau. Ja, mit Jörg mache ich weiter Rekordfieber. Am 3. Mai ist die nächste Sendung. Danach ist Sommerpause. Muss unbedingt gucken, weil die Sendung ist ganz, ganz süß, lustig. Und Jörg ist ganz süß und ich bin seine Assistentin. Und wir machen ja immer Rekorde. Hallo, darf ich antworten? Ja. Ja, hallo? Werbung. Ja, wir müssen Werbung machen. Möchten wir nicht. Doch. So, wir müssen gleich ein bisschen Werbung machen. Nach der Werbung geht's dann gleich weiter, meine Damen und Herren.